Willkommen, Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ein tolles Update, aber, ja. Also, wir haben gestern die Frage aber übrigens mal geklärt. Denn es gab ja auch meinerseits so ein paar Sachen, die mir noch nicht so ganz klar waren hier in dem Update. Aber erstmal muss ich sagen, das Update ist eigentlich ein sehr, sehr kleines Update, wenn man das so sieht. Ja, denn wir haben gar nicht so ultra viel dazu bekommen. Wir haben natürlich ein Rathaus dazu bekommen, wir haben ein Pet dazu bekommen, den Spirit Fox. Wir haben die Zusammenschmelzung der Bogenschützentürme und der Kanonen bekommen. Und das war es eigentlich. Und natürlich haben wir auch bekommen den Schmied. Ja, wir haben gestern auch den Unterschied festgestellt. Der Schmied, die Schmiede. Ja, das heißt natürlich ganz, ganz anders. Ja. Und aber so viel mehr ist natürlich nicht dazu gekommen. Allerdings runtergebrochen, bis auf die Rathausstufen, die halt schon ein oder Minimum einen Helden haben. Denn ab da kannst du diese Schmiede bauen. Sie braucht einen Tag, wenn man sie erstmal aus dem Shop holt. So nenne ich das immer. Und ihr bekommt auch nicht vorher die Ressourcen, die ihr euch erspielt, bevor der Schmied nicht fertig ist. Ihr könnt, also ich habe bei den meisten habe ich das gegammt, das war ein Tag, das war nicht so viel, denn vorher bekommt ihr die Ressourcen nicht. Ihr bekommt die Ressourcen auch nur in Klankriegen und in Tagesbonis, also bei den Tagessternen und in speziellen Events, vor allen Dingen die hier hinten, die bekommt ihr nur in den Clankriegen und in den Special Events. Ihr müsst bei den Clankriegen letztendlich, wenn man so sieht, nur einen Angriff machen und den müsst ihr gewinnen. Mehr muss man gar nicht tun, um den gesamten Bonus dann zu bekommen, den man aus den Clankriegen rausbekommt. Ich habe hier gestern ja schon so ein bisschen was gemacht. Auch gestern Abend habe ich noch einmal den Sternebonus hier fertig gemacht und habe so ein bisschen rumgelevelt. Die einzelnen Sachen hier gehen bis Level 18. Ja, die gehen also bis Level 18. Und epische Rüstungen später, dazu braucht man nämlich diese hier dann am Ende, zusätzlich, die gehen dann bis Stufe 27. Also es gibt natürlich reichlich zu tun. Was ich auch nicht wusste, muss ich dazu sagen. Ich habe wirklich gedacht, okay, jetzt müssen die Leute wieder alle spielen, wie die Irren. Also auch die, ich nenne sie mal so Clankriegsmüden oder faulen Leute oder keinen Bock auf Clankrieg-Leute müssen jetzt spielen, damit sie das bekommen. Nein, es reicht natürlich, wenn sie ihren täglichen Sternebonus, ich sag mal so, erspielen. Denn dann gibt es die und die ja auch natürlich nicht so viele. Ja, weil du kannst es auch nur einmal am Tag machen. Ich meine, Clankrieg kannst du auch nur alle zwei Tage spielen. Der Clankrieg musste vor allen Dingen nach dem Update gestartet werden. Wir hatten ja gestern noch einen laufenden CK während des Updates und das war natürlich ein bisschen semi, denn da gab es den Boni hier noch nicht. Und ich hatte aber gedacht, das Spiel ist dann wenigstens so fair, dass wirklich jetzt wieder alle spielen müssen. Nein, muss man nicht, Leute. Ihr müsst nicht spielen, sondern ihr könnt das Ganze auch einfach gammen. Ja, das wird natürlich ultra teuer, kann ich euch sagen. Aber ich meine, ich habe das Heilbuch hier jetzt mal gerade so auf Level 5 und auf 6 kostet schon 1030 Gems. Also das Ganze kann man natürlich sich hochballern mit Gems, aber es wird dann sehr, sehr teuer. Und dementsprechend könnt ihr aber auch durch Einwurf kleiner Münzen das Ganze hier überspringen und braucht natürlich nicht farmen. Also das sind zumindest die Sachen, die wir gestern noch so ein bisschen rausgefunden haben, die mir gestern beim ersten Video auch nicht so ganz klar waren. Und gerade was jetzt den Clan angeht, guckst du natürlich jetzt schon ein bisschen genauer auf deine Member. Wer denn wie einloggt, wer nimmt eigentlich aktiv hier am Farm teil, wer nimmt aktiv an den Clankriegen teil. Und wenn ich jetzt auch schon wieder so ein paar Nullnummern hier bei uns sehe, dann weiß ich, dass die nicht wirklich aktiv sind und irgendwann, ihr seht das da, der Doja Rox hat schon über eine Woche nicht gespielt, das heißt, dem interessiert das Update auch gar nicht. Und bei den anderen, die jetzt vielleicht schon mal gespielt haben oder aber hier als Nullnummer auftauchen, die haben gespielt. Ne? Billy ist auf jeden Fall 16 geworden, aber mehr auch nicht, muss man sagen. Keine Spenden. Und wenn ich dann wahrscheinlich in die Angriffe gucke, dann ist das auch sehr, sehr wenig. Aber man muss letztendlich natürlich ein bisschen spielen, um die neuen Erze zu bekommen oder um die neue Währung zu bekommen. Des Weiteren haben wir gestern dann festgestellt, dass die Verschmelzung hier aus dem Shop
Das Gute ist, sie funktionieren, trotz der vielen Wartungen, die gestern noch waren. Aber ihr könnt, wenn ihr die Verschmelzung hier mit von den Kanonen und von den Bogenschützentürmen, die habe ich jetzt schon fertig, ihr seht es, macht, könnt ihr das nicht mit einem Hammer beenden, sondern ihr müsst sie laufen lassen. Nur für die, die das jetzt vielleicht noch so vor sich haben und nicht genau wissen, wie läuft das mit dem Verschmelzen. Also ihr könnt sie nicht mit einem Hammer dann fertig machen, sondern entweder lasst ihr die Zeit laufen oder aber ihr macht das Ganze dann mit einem Buch fertig. Ich habe das Ganze immer mit einem Buch fertig gemacht und habe hier gestern auch nochmal das 5,99 Angebot doch noch rausgeholt, gestern Abend ganz, ganz spät. Denn ich war der Meinung, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Heldenbücher lasse ich jetzt erstmal offen. Warum das so ist, das werde ich euch noch sagen. Also ich habe auch noch Runen ohne Ende. Das heißt, ich könnte mir jetzt die Lager voll machen und könnte natürlich weiterhin was machen. Das werde ich auch tun. Nur eins nach dem anderen. Einen Bauarbeiter lasse ich mir sowieso dann für die Mauern so ein bisschen frei. Und das ist aber im Wesentlichen die Neuerung, ich will nicht sagen gewesen. Ich muss euch nicht daran erinnern, dass ihr bitte eure Kriegsbasis auch umstellt. Das wegen dem neuen Gebäude, ihr werdet jetzt Löcher in der Base haben und zwar nicht zu knapp. Also setzt die Gebäude sinnvoll ein und ich habe eigentlich gedacht, das tolle Feature ist, du kannst dich ja jetzt selber angreifen. Ja, toll, Supercell, ne? Gestern haben alle neues Gebäude bekommen und dementsprechend haben natürlich hier erstmal alle ein Schloss. Ja, und ich habe eben auch nochmal wieder meine Schmiede umgestellt oder den Schmied umgestellt. Und toll, habe ich schon wieder einen Tag drauf. Ne? Bloß nichts machen hier. Also dieses Feature hier finde ich gut. Das hier finde ich immer noch nicht so toll. Dass wenn du hier irgendeinen Peak machst, also wenn er hier irgendwas was tauscht von Feld zu Feld, das macht nichts. Ja, also wir können hier ruhig tauschen. Und trotzdem haben wir dann keinen Tag noch drauf. Aber sobald ihr ein Feld verrutscht oder so und lasst den Finger mal los und habt ihr sofort wieder den Tag drauf. Und wie viele Tage soll ich jetzt noch warten, damit ich mich endlich mal selber angreifen kann? Ja, ich habe die Schmiede heute, ich habe nicht die Schmiede, den Schmied heute Morgen von hier, der stand nämlich erst hier, nach hier gepackt und zack hatte ich wieder den Tag drauf. Das finde ich sehr, sehr unnötig. Beim Boosten immer noch nicht drin. Die Kaserne hier darf immer noch schön gegampt werden, also ihr könnt ruhig die Truppen boosten. Ich glaube, wir haben den Booster auch noch einen Tag, so knapp einen Tag. Und die Klammbuck ist immer noch nicht geboostet. Natürlich werdet ihr jetzt sagen, Toto, die kannst du dir ja auch mit den Medaillen hier holen. Ja, die kann man sich auch mit den Medaillen holen, aber irgendwann sind die Medaillen auch auf Null. Wenn ihr ordentlich shoppen gegangen seid oder habt vielleicht Clanstadt nicht gespielt, also lässt man sich die dann doch ganz gern spenden, aber da muss man halt immer die Zeit abwarten, bis die dann fertig ist. Die Armee ist dann schon doppelt fertig und dann kannst du erst das Ganze mit der Clanburg machen. Wir können 150 Mauern übrigens updaten und wir können natürlich dann hier das oder überhaupt die Pets weiter leveln. Ich habe gestern tatsächlich verpeilt, dass hier an meinem Gladiator nichts hing, weil das Pet gelevelt hat. Das finde ich auch doof, wenn das Pet levelt, dass man es nicht nehmen kann in der alten Stufe. Das hätte man auch gerne mal ändern können, dass man es wenigstens mitnehmen kann in der alten Stufe und es levelt so vor sich hin. Ja, aber okay, du kannst es dann halt nicht nutzen. Als 15er ist es nicht so schlimm, da hast du jetzt 9 Pets zur Verfügung. Also man sollte nur dran denken, nicht wie ich nicht dran gedacht habe, dass man dann auch ein anderes Pet oder daran equipt. Im Moment habe ich das sowieso ganz, ganz komisch gemacht. Ich habe im Moment, glaube ich, den Digi vor lauter Verzweiflung hier am King. Und vielleicht sollte der doch woanders hin. Müssen wir mal gucken. Den King habe ich im Moment sowieso ganz, ganz komisch equipped. Aber lass uns mal erst mal einen Angriff machen. Ich habe nur jetzt eben gesehen, dass ich schmiedmäßig den Pfeil nehme ich doch nicht. Ich nehme doch die normale Fähigkeit hier mit den Bogenschützen, die rauskommen. Das heißt also, ich habe das jetzt eigentlich default gelassen, weil das ist zwar schön und nett, aber im Moment kriege ich nur einen Heiler. Das ist mir ein bisschen wenig. Das ist mir ein bisschen wenig, muss ich sagen. Beim King, der gefällt mir eigentlich am besten. Also die Sachen beim King gefallen mir eigentlich sehr, sehr gut. Einmal die Erdbebenschuhe und natürlich der Vampir-Schnurrbart hier. Der ist richtig, richtig nice. Und was bei der Queen im Moment gibt, finde ich im Moment nicht so pralle. Deswegen spielen sicherlich viele noch, ich nenne es mal so, das alte Equipment. Aber lass mal reingehen in die Suche hier. Wir haben einen, was habe ich denn eigentlich? Ich habe einen Hybrid am Start, ne? Ich habe einen Hybrid am Start
Und dementsprechend habe ich auch Heilzauber. Die Heilzauber braucht man auch im Pass. So ein paar Mal gespielt, ich glaube 4 Mal oder so. Der Loot ist natürlich im Moment unterirdisch schlecht, klar. Er ist im Moment nur stabil in Legende. Beim Rest ist der eher wirklich, wirklich mau. Ihr seht das, ne? 30.000, 50.000 und 2.000 Dunkles dafür. Bilde ich keine Armee von 320 Truppen aus und warte da ewig, muss ich ehrlich sagen. Dann klicke ich lieber 1.000 Mal weiter. Hier haben wir einen 16er, der hat schon mal ein bisschen mehr Gold. Der hat schon mal ein bisschen mehr Gold, aber hat auch kein Elex mehr. Alles weg und leer gefarmt hier, ne? Ich möchte nicht wissen, was in den letzten Tagen hier an Billionen von Ressourcen mal wieder gefarmt wurde. Der sieht stabil aus, ist noch, ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ist noch ein 15er und der Monolith macht ja, ich nenne es mal so, auch nur noch, der macht ja auch nur noch 175 Schaden. Das ist immer noch ganz schön viel, Leute, das könnt ihr mir glauben. Das ist immer noch ganz schön viel. Ihr seht das, der ballert immer noch heftig. Und ich muss meine Queen auch ganz gut durchwuten. So, jetzt geht es aber Richtung Adler-Compartment. Sehr schön. Der Scatter tut mir nicht mehr ganz so weh, muss ich gerade sagen. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich denn mit meinem gestiefelten Kater hergehe. Ja, wenn ihr übrigens auf die Helden klickt, auch wenn ihr euch einen Angriff anschaut, dann werdet ihr sehen, dass ihr auch sehen könnt, welche zusätzliche Fertigkeiten und Fähigkeiten ihr da dran habt. So, die nehmen wir jetzt mal nach da. Und ich habe hier natürlich die Erdbebenschuhe dran. Also ich muss wirklich sagen, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Und der King vor allen Dingen mit dem Vampirschneuzer heilt sich immer wieder so ein bisschen hoch. Das ist auch, also ich muss sagen, ich finde es mega. Aber ich gehe hier jetzt schon mal mit meinem Hybrid rein. So, 20 Hocks hier hin. Naja, 20 sind es nicht, aber es sind schon ganz schön viele, ja. So, hier heilen wir einmal durch. Lassen hier unseren Rollchampion mal mitlaufen. Ich muss mal eben gucken, wo meine Meute hier ist. Die sind hier nur in der Mitte. Okay. Aber meine Queen ist auch immer noch am Start. Und die geht jetzt auch... Ja, die flache Queen. Ich hab im Moment eine flache Queen. Der tut das auch nicht so wie jetzt der Giftzauber. Und ihr seht hier die 15er Base, die nehmen wir so ziemlich komplett auseinander. Das passiert mir nicht immer, aber gerade die weiblichen Charaktere, ich hatte das ja eingangs schon gesagt, sind echt stark. Ne? Ja, guck mal, beide Damen noch full healed, der Warden auch immer noch pickepacke voll und überhaupt keine Gefahr hier. Und ich kann die Queen immer noch zünden. Die hat immer noch die Ability mit den Bogenschützen. Das ist mir dann am Ende doch ein bisschen lieber als so ein Pfeil. Ne? Das ist mir am Ende doch ein bisschen lieber. Ich kann den Bonus erst heute Abend machen. Also nicht heute Abend, sondern in einer Stunde und 2 Minuten. Dann bekomme ich auch wieder was für die Schmiede. Was mir aber gar nicht gefallen hat oder gar nicht gefällt, das zeige ich euch jetzt. Das ist dieses Rathaus Level 9. Okay, das gefällt mir schon ganz gut. Aber es ist ja mein kleiner, ich nenne ihn mal so, mein kleiner Rusher-Account, der immer noch in keiner Liga ist. Ich muss also auch mal irgendwie angreifen hier. Und aber ihr seht das, ich habe hier richtig, richtig, richtig starke Helden. Also Level 5 King, das heißt also Rathaus 7 Niveau und eine Level 1 Bogenschützenkönigin, die jetzt auch ein paar Trefferpunkte hat. Ja, die hat ein paar Trefferpunkte. Ich guck mal, wie viel die Königin so auf 1 hat. Die hat 580 Heal Points und
macht auch ein bisschen Schaden, mehr nicht, hat noch keine Ability, gar nichts. Und das Coole ist, ich kann mir die gleich auf 30 ballern, wenn ich möchte. Ja, ich kann mir die gleich auf 30 ballern. Ich brauche nur so einen Heldentrank hier. Und dann sind meine Helden maxed auf der Rathausstufe für eine Stunde. Leute, für eine Stunde. Es ist echt heftig. Guckt euch das an. Level 30 Queen, ne? Die Stats sind die gleichen. Das heißt eigentlich nicht, ich gehe mal davon aus, dass ich dann die Stats auch auf dem Niveau habe, wo so eine 30er Queen eigentlich ist. Und wir können es auch mal einfach mal rausfinden vielleicht, indem wir hier so ein richtig starkes Rathaus mal angreifen. Mit unseren gepimpten Helden. Also ein Hoch auf die Rusher haben wir gestern gesagt. Jetzt muss man natürlich nur gucken, wie viele Trefferpunkte hat die Queen hier wirklich. Und ich habe vor allen Dingen auch eine Ability, ne? Ich habe noch eine Ability. Na, vielleicht helfen wir ein bisschen. Aber die Ability habe ich eigentlich gar nicht bei meiner 1er Queen, ne? Das heißt also, ich habe die Fähigkeit allerdings natürlich auch nur auf dem Niveau, so weit wie die Queen hier geht. Ja? Also es ist schon, ne? Ihr seht, ich kann die Fähigkeit machen hier auf dem Niveau, wie die Queen jetzt eigentlich ist. Und stellt euch vor, der Level 16 Account mit so, ich muss mal gucken, entschuldigt bitte, mit gepimpten Helden dann, nur wegen dem Trank, das finde ich nicht so gut. Ich fand die fünf Level fand ich eigentlich in Ordnung. Das hat mir immer gereicht, oder das reicht auf jeden Fall. Aber das, was hier abgeht und auch hier mit dem King, ne, das, ich meine, ich hatte nur einen 5er King, ne, jetzt habe ich einen, den kann ich zünden. Ich meine, den 5er King konnte ich auch zünden, aber viel, viel besser. Und ihr seht ja, die Helden halten hier einiges aus, ne? Jetzt kommt die Ballonparade. Ja, einfach hier so reingespammt. Naja, und wer will die jetzt noch aufhalten, ne? Okay, das war jetzt auch nur ein 8er, ne? Aber dennoch, ich finde, also das ist eigentlich das Feature, was ich nicht so gut finde, dass die Helden wirklich hier auf Maximum gepumpt werden für eine Stunde lang. Da hätte ich mir dann lieber gewünscht, dass Supercell sagt, okay, das war vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. 5 Level haben eigentlich immer gereicht. Damit waren auch die Leute eigentlich gut zufrieden, ja. Wenn sie denn mal so einen Trank genommen haben in wichtigen CWs oder in der CWL, kannst das Ganze natürlich auch timen. Diese eine Stunde kannst du natürlich sehr, sehr gut zwischen zwei Clankriegen nutzen. Und zwar zwischen Ende oder nicht Ende eines Clankriegs, aber gerade in der CWL. Ja, die CWL, ein Spieltag läuft aus, der nächste Spieltag kommt rein. Es gibt übrigens, es soll kein neues Erz in der Clankriegsliga übrigens geben, obwohl das ja auch normale CKs sind. Das heißt, wir verballern eigentlich ein oder eine Woche und bekommen keine oder fast keine Ressourcen, stimmt aber nicht. Man kann natürlich neben der normalen, habe ich hier echt noch nie geklickt. Ja, ich mache das mal schnell. Ja, ist gut. Ja, okay. Ja, ihr könnt natürlich neben der CWL in einem anderen Clan CK spielen. Das werden wir auch tun, damit wir wirklich die Medaillen am Stück farmen können. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das Ganze peilen wollen. Habe ich es jetzt? Ich muss mal gucken. Habe ich es jetzt? Ja, ich glaube, ich habe es, oder? Auf jeden Fall, ihr kriegt die Power Potion und die Hero Potion auch immer wieder nach. Im Moment gibt es hier die Power Potion und nicht die Hero Potion. Das wechselt dann, glaube ich, wöchentlich oder im 2-Wochen-Takt. Oder ihr bekommt die hier für Weltmedaillen. Ich muss mal gucken. Ja, da habt ihr die Hero Potion, ne? Gerade verbraucht, kann ich sie mir gleich wieder nachholen. Ich finde es schon ziemlich heftig, sage ich mal, hier mit den 30er Helden jetzt durch die Gegend zu eiern. Die passen auch überhaupt nicht zu meiner Base. Ja, die passen auch gar nicht zu meiner Base. Aber ist egal, ich überrasche meine Gegner dann, ja, die sich schon freuen. Ha, 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 ha. Allerdings in der Defense ist immer noch meine 1er Queen da. Ne? Da ist sie natürlich nicht gepimpt. Das trifft dann auch auf die Fertigkeiten zu. Und hier habe ich noch nicht mal die Schmiede. Hier habe ich sie mir noch nicht mal rausgeholt. Sollte ich vielleicht mal machen. Und dann kann die einen Tag laufen. Wo ist das Ding? Da. Ja, ja, ihr seht 260 Gems oder 259. Aber ich lasse die einen Tag laufen.
da ich den Bonus, obwohl ich jetzt den Bonus schon kriege, ne? Allerdings, je kleiner ihr in der Liga seid, desto weniger Bonus bekommt ihr natürlich. Und hier unten in Bronze 1, ja, da gibt's noch so ein paar. Vielleicht so 5 von dem einen und 1 von den anderen. Mehr nicht. Wenn euch das Ganze trotzdem ganz gut gefallen hat, könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr super, super, super fandet hier im Update und was ihr nicht so toll feiert. Also ich feiere das Update schon, keine Frage. Ich werde jetzt wahrscheinlich viel, viel mehr Clash of Clans spielen, als ich es vorher überhaupt jemals gemacht habe. Alleine dadurch, dass ich mit den Chars oder mit den Accounts, die ich habe, den Tagesbonus ganz gerne natürlich hätte. Sonst gibt es die neue Währung nicht und dann kann ich dementsprechend auch die aktiven und passiven Fertigkeiten nicht weiter leveln und bleibe irgendwie auf der Stelle stehen und das möchte man natürlich auch nicht. Also wenn ihr der Meinung seid, das Video war in Ordnung, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Ich sag's heute schon mal, ich sag's auch in den nächsten Videos und auch heute Abend im Livestream. Am Freitag kommt kein Livestream. Am Freitag feiere ich auch mal so ein bisschen so Weihnachtsfeier. Und dementsprechend wollte ich euch nur schon mal vorwarnen. Ich werde es aber auch im Discord schreiben, dass wir den Tag mal aussetzen müssen. Es geht dann vermutlich am Samstag weiter. Aber erstmal haben wir ja noch den Mittwoch und den Donnerstag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Toto. Clasht.